Hey Leute und willkommen zum Mountain Blade 2 Bannerlord Video. Und ja, wie schon in meinem Blablabla angekündigt, in meinem Kalender, wenn ich es mal so nennen will, oder Videokalender, blablabla. Ich mache mal kurz meinen Stuhl fest, das vergesse ich erstmal. Oh Gott, das war laut. Zeige ich euch heute Mountain Blade 2 Bannerlord und was es bisher bekannt ist. Es gibt auch schon Gameplay-Szenen, aber erstmal so zum Grundlegen. Hier, das sind die Artikel, die bisher auf dem Blog erschienen sind. Es gab bei der Gamescom, gab es jetzt auch schon Sachen zum Reinschauen. Dazu habe ich leider nichts. Nur das Video, das wir gezeigt haben, da kann ich aber auch schon einiges, oder kann man auch schon einiges dazu sagen. Bannerlord wurde 2012 angekündigt. Es war bei einer Pressekonferenz oder sonst irgendwas, bei irgendwo, wo halt einer von den Mountain Blade Chefs ein Interview gegeben hat, und der hat zufälligerweise oder aus Versehen oder was weiß ich, hat er erwähnt, ja, Mountain Blade 2 Bannerlord herauskommen. Das heißt, damit haben sie angefangen. 2013 haben sie dann so erste Einblicke gegeben, Bilder und so, die finden wir unter Media. Die brauche ich euch jetzt aber nicht unbedingt zu zeigen, weil dafür gibt es jetzt viel bessere Videos. Also an sich zeige ich euch ab Block 7, also ab hier Return of the Block. Sie waren recht unregelmäßig, die Blogs, wie man hier sieht, 4 2013, 2014. Also viel preisgegeben haben sie anfangs nicht, bis halt dann zur Gamescom. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit Block 7 an. Und zwar haben wir hier schöne Bilder, viel Text. Das Bild lädt nicht. Ah, ich glaube, da geht es um die Empires, die verschiedenen. Also es gibt wieder fünf Nationen, glaube ich. Wieder so, wie man vielleicht auch Mountain Blade 2 aus Mountain Blade Warband kennt, wie das so ein sarandisches Volk, wie man es hier hat. Und halt auch wieder, das dürfte vielleicht so ähnlich wie die Nords sein. Ich bin mir nicht sicher, das ist eher so ein Reitervolk, aber der Schnee im Hintergrund. Es gibt auch ein imperialistisches, imperial, Rom-ähnliches Reich, Imperial Citizens. Gibt es auch noch, also wenn es euch genauer interessiert, könnt ihr euch das natürlich durchlesen. Es gibt halt wieder die verschiedenen Königreiche. Schön gut. Ich lese das jetzt nicht alles durch, weil ich will das in einem Rutsch packen. Und wie man hier halt sieht, die Grafik sieht unglaublich besser aus. Es gibt mehr Menschen, die sind besser animiert. Man kann mit ihnen besser sprechen und so weiter. Und das Bild, ah ja, doch, jetzt hier lädt's. Das hier ist immer aus dem Empire. Also ähnlich wie Rom gehalten, hier die Säulen, die Statuen, das ist ganz klar in Rom angelegt. Sieht auch super hammergeil aus. Das kann man mal schließen, das hier auch. Und hier unten halt Despin, das muss ich jetzt glaube ich nicht größer machen, das wird so nordsmäßig sein. Vielleicht auch Vagis. Vagis könnte auch sein, so ein ähnliches Königreich halt. Gut, Artikel Ast ist ein Engine Power. Hier geht es darum, dass man hier ein bisschen schöner zeichnen kann. Ich spiele mal das Video ab. Aber ohne Ton bitte. Auf Vollbild geht nicht. Gut, das ist doof. Ich zoome mich einfach mal näher ran. Sodale. So sehen wir da auch schon ein bisschen was. An sich gibt es erstens mal, ich weiß gar nicht, ob das hier schon erwähnt wird. Ja, ist jetzt schön gut, das brauche ich jetzt nicht. Ach egal, ich zeige es euch einfach jetzt hier mal weiter. An sich sieht die Engine an sich viel hübscher aus. Es ist auch leichter zu gestalten, also für alle, die irgendwie Mods machen wollen oder so. Es geht alles viel leichter. Man sieht hier, es sieht unglaublich. Ich finde wirklich, was es so bei den ersten Spielen gehabt haben, also sie haben sich schon verbessert. Man sieht noch, es sind so die alten Sachen schon dabei, aber an sich hat sich das Spiel durchaus weiterentwickelt. Und also ich glaube, in dem Video wird halt erwähnt, dass es relativ leicht ist, neue Gegenden zu machen, andere Bäume auszuwählen und so weiter. Oder hier Burgen irgendwie älter aussehen zu lassen. An sich ist es einfach viel, viel dynamischer geworden, einfach viel lebendiger. Du fühlst dich nicht mehr so, okay, die Bäume sind irgendwie so aus zwei Balken zusammengeschustert worden oder sonst irgendwas. Also an sich sieht es wirklich hammermäßig aus. Gut, machen wir hier mal Pause, kommen zum nächsten Vlog. Ja, ein bisschen weiter angezoomt. Hier sind wir bei den verschiedenen, was ich unglaublich fand, bei den verschiedenen Musikhintergründen. Und zwar haben sie sich dazu eine deutsche Band, kann man sich sagen, eine deutsche Mittelalterband geholt. Okay,
kann man hier alles nicht sehen. Die, irgendwas haben sie geschafft. Oder vielleicht lädt auch bei mir nichts. Auf jeden Fall haben sie sich hier, sieht man, die deutsche Mittelalterband geholt. Die haben dann Soundtracks aufgenommen für alle verschiedenen Königreiche. Man kann sich vielleicht hier eins mal hier Empire. Early Sketches. The final result. Ich glaube, das erschlägt euch ein bisschen. Ich mach's mal ein bisschen leiser. Also an sich hört man hier richtig hammermäßig die Musik. Ich spiele jetzt mal jedes kurz ein bisschen hier. Das dürfte dann eher so, was, nein, nicht asiatisch, wie sagt man so, so arabisch sein. Early Sketches. Ups, falsches Zeitpunkt. Und das eher so friedlich auf dem Land oder so. Early Sketches. Ach, leck mich auf. Das erinnert ein bisschen an Kanakerik oder so. Gucken wir hier. Also an sich. Ich muss sagen, mir gefallen die Soundtracks super gut. Da haben sie sich echt Mühe gegeben. Besonders sind sie wirklich, bis auf ein, zwei, sind sie echt sehr unterschiedlich und passen auch zu dem jeweiligen Königreich, besonders Empire. Weißt du, unter dem Empire stellt man sich natürlich was Gewaltiges, was Großes, was Mächtiges vor. Und ich glaube, die Musik verkörpert das auch in dem gewissen Maße schon. Und ich finde es einfach super, dass sie eine deutsche Band genommen haben. Aber gut, Mittelalter in Deutschland ist natürlich von Mittelaltermusik auf jeden Fall geprägt. Und kommen wir zu Block 10. Schon fast am Ende der Blöcke. Hier haben wir nur ein Bild zur Gestaltung des Charakters. Charakters, so. Das ist auch recht, ich kann das Bild nicht größer machen, schade. Das ist auch recht neu, beziehungsweise besser geworden, viel detaillierter. Ich habe mir da nie wirklich viel Mühe gegeben. Ich habe mir ein Bart drauf geklatscht, ein paar Haare und das war's. Ja, ich glaube, jetzt ist es auch so schon ein bisschen mehr ins Detail gegangen, obwohl man auch bei Mountain Blade schon einiges machen konnte. Ich finde es jetzt nicht so furchtbar wichtig, dass man jetzt den Charakter irgendwie super genau erstellen kann, weil ja, ist meine Meinung dazu. Ich spiele das Spiel, weil es einfach Spaß macht, nicht weil mein Charakter cool aussieht. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zum 11. Block, dem letzten. Bisher nicht weiter. Nö, kann ich nicht. Kann ich auch nicht. Party Screen, Board Game, Character. Die ganzen Bilder lernen nicht. Warte mal, ich refresh die Seite, vielleicht funktioniert es ja dann. An sich ist auch das Wichtige, was das Video. Ah, guck mal, jetzt lädt's. Okay, während das lädt, gehen wir mal da hoch und gucken uns das Video an. Ich schätze mal, dazu muss ich wieder reinzoomen. Jo. So, da. Ich kann ja einfach mal ein bisschen was dazu erklären. Also hier sieht man. Na, vielleicht mache ich doch mal den Ton an. Boah, das ist echt laut. Also hier sieht man auf jeden Fall die Belagerung mit ganz neuen Waffen, Katapulte, das ist so geil. Die Burgen viel größer, seht euch das an, Mann. So viel, so große Außenmauern, so ein geiles Stadttor, Mann. Das sieht awesome aus. Und da hinten im Hintergrund sieht man einfach die fucking Burg, die eigentliche Burg, die man einnehmen will. Und es sieht einfach richtig Hammer aus, die ganzen Häuser, die in der Stadt stehen. Es gibt jetzt auch Ramburg und Katapulte und halt den Belagerungsturm, ganz normal, und natürlich auch Treppen. Es sieht einfach richtig awesome aus. Das hier ist auf der Karte, wie es bisher aussieht. Das sieht auch einiges besser aus. Man kann jetzt die Dörfer und so unterscheiden. Ja, das hier war, glaube ich, eine benutzerdefinierte Schlacht. Und hier halt der Schwertkampf dazu. Das sieht auf jeden Fall auch ziemlich, ziemlich gut aus. Also wenn man hier sieht, ja, das ist echt. Die, an sich haben sie sich, warte mal, mache ich kurz Pause. Für die Schwertanimation haben sie sich extra, so wie man das vielleicht aus den Hobbit-Filmen kennt, der Gollum wird ja verkörpert durch so einen Anzug, den man anhat. Und so haben sie halt auch dann ihre Schwertanimation
komplett neu darauf basieren lassen, also dass sie das aufgenommen haben, wie genau man sich da bewegt. Das sah ziemlich awesome aus. Gibt es auch einen Blog dazu, müsstet ihr nachschauen. Ich stelle euch natürlich unten den Link zu der Webseite rein. Könnt ihr euch alles nochmal in Ruhe durchlesen. An sich wollte ich nur kurz zusammenfassen, wie awesome das Spiel wird. Und jetzt kommen wir das Video weiter. Hier sieht man auch um einiges übersichtlicher, nicht unbedingt, aber um einiges schöner das Inventarmenü. Na, vielleicht doch auch übersichtlicher. Und man kann jetzt auch viel leichter seine ganzen Gefolgsmänner begleiten. Ah, oh, hier die Stadt. Es ist unglaublich. Es ist einfach nur unglaublich. Das ist eine Taverne, okay? Früher in Tavernen hast du vielleicht 4 Leute getroffen. Jetzt gibt es sogar Minispiele. Man kann Dame in Mountain Blade spielen. Das ist, finde ich, zwar eins der unnötigsten Sachen, aber trotzdem. Es gibt verschiedene Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das ist richtig Hammer. Plus dazu kommt, es sieht man noch gut aus. Allein das hier, den Sommer. Also ich schätze mal, es ist Sommer oder Frühling. Ah, und man kann seine eigenen Schwerter erstellen, was, glaube ich, einigen Spaß machen wird. Das Schwert zu wählen und das einfach selbst zu createn sozusagen, was für ein, wie das aussehen soll oben, was für ein Haltegriff es haben soll. Also das Spiel wird schon awesome. Ah ja, und es gibt eine Replay-Funktion im Multiplayer. Ich denke, das ist eins der famosesten Neuerungen. Dadurch kann man viel besser für irgendwelche YouTuber, die oder bei irgendwelchen Clan-Kriegen, kann man viel besser gute Battles darstellen, in Zeitlupe abspielen lassen. Das sieht ziemlich awesome aus. Gut, das war's mit dem Video. Allgemein ist einfach zu sagen, sie haben sich einfach um einiges mehr Mühe bei dem Spiel gegeben. Sie haben die komplette Spielengine überarbeitet, komplett neu gemacht. Wann das Spiel natürlich jetzt rauskommt, ist noch unklar. Ich habe auch auf einem englischen YouTuber-Kanal mal nachgefragt, ob die es vielleicht wissen. Denen ist es jetzt auch nicht bekannt, wann genau das rauskommen könnte. Was wir vielleicht noch kurz gucken könnten, wären hier die Medien. Wenn die schnell genug laden, dass sie hier... Das sind die ganzen Anfangsbilder, die ganz am Anfang rausgekommen sind. Ja, scheinen gerade nicht, nicht so gut zu laden. Eventuell ist hier ein Bild dabei, das... Wartet, vielleicht finde ich es. Es gab ein Bild, da waren 2 Figuren drauf und darum ging man davon aus, dass es einen Co-Modus gibt, aber den gibt es scheinbar jetzt doch nicht. Das wäre natürlich eine der Neuerungen, die ich total krass fände. Man, ein Co-Modus in Mountain Blade, das wäre, das würde alles toppen. Das wäre so hammergeil, zu zweit in der Welt rumzurennen. Ich weiß nicht genau, wie sie das vielleicht machen könnten, aber es wäre einfach richtig Hammer. Hier sieht man vielleicht das Bild, wenn es schnell genug lädt. Also die Charaktere sehen auf jeden Fall einiges besser aus. Hier nochmal in der Stadt ein Charakter auf dem Pferd. Also, ich freue mich auf das Game. Ich hoffe, ihr tut's auch. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen weitergeholfen. Vielleicht habt ihr ja noch gar nicht gehört, dass Mountain Blade 2 rauskommt. Vielleicht wisst ihr schon mehr als ich. Auf YouTube kursieren noch einige andere Videos. Könnt ihr mal auch eingeben. Gibt es auch nochmal Gameplay-Aufnahmen. Aber ich glaube, die werden nicht viel anders sein, als die, die in einem Video hier bekannt gemacht worden sind. Und darum lasst mir doch einfach mal euer Feedback da. Und ich freue mich auf das Game unglaublich. Dann, bis dann. Tschüss. Meine Stimme, es ist zu spät. Tschüss.